Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben es sicherlich an meiner aufwendigen Oberbekleidung schon gesehen. Ich passe mich so langsam dem Bühnenleben an. 12 Jahre Bühne, 12 Jahre Fernsehen, ein bisschen Popularität. Viele sagen ja, ich hätte mich in dieser Zeit doch sehr verändert. Ich wäre ein Arsch geworden. Viele sagen aber auch, die mich schon länger kennen, oh Gott, 12 Jahre Bühne, 12 Jahre Fernsehen, ein bisschen Popularität. Ich hätte mich eigentlich überhaupt nicht verändert, ich wäre ein Arsch geblieben. Also sagen wir mal so, an der Tatsache, dass ich ein Arsch bin, zweifelt offensichtlich niemand so richtig. Das war jetzt natürlich nur der devote Versuch, auch Ihnen irgendwo reinzukriechen. Sie können sich vorstellen, dass ich nach 20 Jahren Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt Gastroenterologie und hier besondere Berücksichtigung der Proktologie ist für mich überhaupt nichts Außergewöhnliches war, die Hämorrhoiden der verschiedensten Veranstalter, Agenturen und Redakteure passiert zu haben und möchte natürlich nach 12 Jahren dies auch meinem Publikum selbstverständlich extrakorporal anbieten. Oder um ein Bild zu zeichnen, ich liege hier vor Ihnen, alle vier von mir gesteckt und erlaube mir, alle sich in Ihrem Alphafell befindlichen juckenden Parasiten in Demutshaltung zu entfernen und wäre mir dadurch Ihrer uneingeschränkten absoluten Zuneigung auch wirklich sicher. Also, ja. Wollte ich gerade sagen, immer wenn Sie das Gefühl haben, dass das, was ich sage, richtig ist, das muss jetzt nicht gut sein oder witzig oder intelligent, es reicht ein minimaler Grad an Richtigkeit, dann sollten Sie schon frenetisch und vor allen Dingen langanhaltend Beifall klatschen. Weil ich weiß überhaupt nicht, ob die für heute Abend vorbereiteten Texte, na, Texte kann man jetzt auch nicht sagen, die aneinandergereihten Wörter überhaupt abendfüllend, oder sagen wir mal so, ich habe noch circa 15 Minuten Programm im Kopf und erhoffe mir, durch Ihre langanhaltenden Aktionen das ein oder andere Viertelstündchen dazu zu bekommen. Ich meine, dann hätten Sie ja auch ein bisschen mehr davon, ne? Ich meine, Sie sind schließlich Fans, also verhalten Sie auch so, ne? Ich denke auch, nach 12 Jahren Bühne hat man sich im Publikum verdient, was nicht plötzlich anfängt, die Stirn in Falten zu ziehen oder an einem rumzumosern. Ich meine, ich bin ja mit Ihnen auch durch dick und dünn gegangen in den letzten 12 Jahren. Ja, denken Sie mal an Ihren Auftritt in Bad Mergentheim. Weiß bis heute noch nicht, was mit Ihnen da los war. Oder in Hamburg-Rheinbeck, Ihre Arroganz, Ihre Ignoranz, die Sie da an den Tag gelegt haben. Oder in Hamm, Ihren alkoholischen Exzess, können Sie sich noch erinnern? Natürlich nicht, weil Sie besoffen waren, aber ich kann mich erinnern. Ne? Oder Stadthalle Emmen 2001, sind Sie gar nicht erst gekommen, stand ich völlig alleine da. Haben Sie mir irgendwas angemerkt? Nichts haben Sie mir angemerkt. Bin mit Ihnen durch dick und dünn gegangen. Und ich glaube, dass Sie heute ganz glücklich sind, dass Sie endlich mal die Chance haben, mir dafür auch herzlich zu danken. Die Tatsache, ein Arsch zu sein, konnte mir in Deutschland im Showgeschäft einen befriedigenden Durchbruch verschaffen. Die Verwahrlosung des Intellekts, aber insbesondere die Verwahrlosung der Sprache im deutschen Showgeschäft, geht ja doch in großen Teilen des bürgerlich-akademischen Milieus, also meinem Publikum, als subversive Originalität durch. Hier wurde ich geholfen, Geiz ist geil, lass dich nicht verarschen, mach mal Pause, ich habe fertig. Das ist so die sprachliche Ausbeute eines ganzen Jahrhunderts. Und ich war mit einem winzig kleinen Sätzchen daran beteiligt und habe natürlich für Sie heute Abend auch wieder eine kleine grammatikalische Besonderheit mit dem Satz, ich wünsche Sie noch eine schöne Woche. Wobei hier das Sie so betont wird, dass es ab Erkenschwick nördlich auch wirklich körperlich schon richtig wehtut. Ne? Und ich bin gespannt, wann mir Frau Verona Feldbusch-Poth diese kleine grammatikalische Besonderheit im Rahmen ihrer Mundraubzüge wieder mal entwendet, wogegen ich ja gar nichts habe. Wir waren ja schließlich alle mal knapp. Ja. Womit wir beim Thema Frauenfeindlichkeit wären. Ich fand den Übergang sehr elegant, haben Sie gar nicht gemerkt, ne? Ja,
Ja, es gibt heute keine Übergänge mehr. Es gibt keine Übergänge mehr. Also ich habe mir immer Mühe gegeben auf der Bühne mit Übergängen. Ich hatte wenigstens immer einen Stuhl auf der Bühne und wenn die Geschichte zu Ende war, bin ich aufgestanden, einmal mit dem Stuhl herumgelaufen, das Publikum wusste, aha, fängt bestimmt eine neue Geschichte an. Ist so ein eleganter Übergang, ne? Oder der unvergessene Hans-Dieter Hüsch hat 180 Mal C-Dur-Akkord in sein E-Piano gehämmert, dabei noch eben die Geschichte erzählt, wie ihm von wohl meinen Freunden, Verwandten und Bekannten zu Ohren gekommen sei, dass man C-Dur eigentlich gar nicht mehr spielt. Das ist so ein eleganter Übergang, ne? Heute selbst in den Nachrichten haben sie keine Übergänge mehr. 80 Millionen Japaner trauerten um den Tod von 140.000 Hiroshima-Toten zum 60. Jahrestag und nun von Paral-Insektenspray die Bundesliga-Ergebnisse. Also, das ist dann schon peinlich, ne? Ja, warum frauenfeindlich? Frauen haben Zeit zum Schuhe kaufen, wir Männer natürlich nicht, müssen die Zeit vom Munde abschreiben, müssen bezahlen, die Zeit, die Schuhe und die Frauen. Und dann könnte ich noch ganz schnell die Geschichte erzählen, wo ich mit meiner Frau in der langen Schlange an der Supermarktkasse, oder nee, diese tolle Geschichte, wo ich mit meiner Frau in der langen Schlange an der Käsetheke, nee, diese tolle Geschichte, wo ich mit meiner Frau in der langen Schlange an der Wursttheke, nee, diese tolle Geschichte, wo ich mit meiner Frau im Auto sitze und ich will nicht nach dem Weg fragen, diese Wartungsgeschichte und diese tolle Geschichte, wo ich mit meiner Frau abends Fernsehen gucke und ich habe den Fernsehdrücker und rück den nicht raus, verstehen Sie, diese Wartungsgeschichte. Nach den Jahren des Duckmäusertums werden wir die Frauenfeindlichkeit wieder pflegen. Vielen gefällt das. Auch Frauen, die haben ja dieses Gehen. Wenn er mich liebt, darf es auch wehtun gehen. Ich habe jetzt auch junge Zuschauer. Ich finde das sehr wichtig, dass man junge Zuschauer hat. Ich habe noch vor, die Bühne einige Jahre mit meiner Anwesenheit zu beglücken. Und mit ihnen kann ich aus demografischen Gründen auch nicht vollzählig rechnen. Da ist es auch immer ganz gut, dass man junge Zuschauer, aber junge Zuschauer sind sehr, sehr schwierig. Junge Zuschauer sind sehr, sehr, hör mal, du bist so ein Comedian aus dem Fernsehen, ich kenne dich aus dem Fernsehen, man kann mal ein paar Witze erzählen, dass ich Milieubeschreibung, Gedichte, Essays, Kurzgeschichten in der Tradition von, was weiß ich, Thomas Mann, Hermann Hesse, Hegel, Kafka, Adorno machen, ist denen völlig sturzbeben egal. Der Eskimo kennt ca. 100 verschiedene Begriffe für das Wörtchen Schnee, wir allenfalls drei. Gut, das hängt mit der technischen Konfrontation zusammen. Aber in Kabarett und Comedy wird man auch technisch konfrontiert. Dem müsste doch langsam mal ein anderer Begriff für das Wörtchen Witze erzählen einfach. Nein, die haben ganz entspanntes, rationelles Verhältnis zur Sprache. Gucken Sie mal den Film Die Sieben Zwerge an. Da kommen Sie mit den sprachlichen Rudimenten einer Wellhornschnecke aus der Bronzezeit. Bestenfalls wiederum. Oder gucken Sie mal Stefan und Erkan, Teil 1 und Teil 2. Da kommen Sie pro Film mit 100 verschiedenen Vokabeln. Vokabeln ist auch zu viel gesagt. Mit 100 verschiedenen Lauten kommen sie da gut über die Runden. Ne? Ich bin auch kein Freund von alternativen intellektuellen Filmen, aber sowas ist natürlich auch Zeitgeschichte. Oswald Koller lebt auch noch. Ihm gönne ich das, aber seine Filme leben noch. In der Lederhose wird gejodelt, wird nachts auf DSF und RTL 2 gezeigt. Unsere Kinder denken, das wäre eine historische Hommage an unser Sexualverständnis aus den frühen 70er Jahren. Das ist dann schon peinlich. Ne? Aber warum ich Ihnen gar nicht gerne die Geschichte von mir und meiner Frau beim Schuhkaufen erzählen möchte, ist, weil hier ein sehr hoher Anteil an Körpersprache notwendig. Die jungen Comedians, die schaffen es ja in Körpersprache, ein Gespräch zwischen Peter Sloterdijk und Roger Willemsen 1:1 zu übersetzen. Gut, das sieht dann so ein bisschen aus wie eine besondere Form der rhythmischen Sportgymnastik oder alkoholtoxischer Steppergang. Nein, das ist Mittermeier. Mein Körper ist mein Kapital, gewinnt hier eine ganz neue, sympathische Bedeutung. Aber ohne Körpersprache geht heute überhaupt nichts mehr. Denken Sie mal, Tennis ohne Körpersprache, dieser unvergessene Satz von Herbert Fassbinder, World Team Cup 2005. Und jetzt geht Kiwi, also Nicolas Kiefer, und jetzt geht Kiwi mit gesenktem Haupt und hängenden Schultern und schlurfendem Gang zurück zur Grundlinie. Ja, Kiwi, ich glaube, wir verstehen deine Körpersprache richtig. Das war ein Doppelfehler. Boah, früher hast du auf den Ball geguckt, wusstest, es war ein Doppelfehler. Heute musst du gucken, wie die zur Grundlinie zurückgehen, ne? Ja, Tennis ist so eine Sportart, ich habe 20 Jahre Tennis gespielt, das ist so eine Sportart, wo sich auch bestimmte Gesprächsabläufe auf 10.000 Tennisplätzen in dieser Welt jeden Tag aufs Neue wiederholen, immer mit dem gleichen Gesprächsergebnis, was man vorher auch schon weiß. Immer hervorgerufen durch das böse Wörtchen aus. Aus, wie aus? Ja, aus, wo? Da, da? Ja, Hast du gerade gesagt? Ich möchte gerne den Abdruck sehen. Ja, hier. Der war doch ganz woanders. Auf meiner Seite entscheide ich, gut, mach's mal neu, okay. Immer der gleiche Gesprächsablauf, immer das gleiche Gesprächsergebnis. Die Golfer sollten sich über die Tennisspieler nicht lustig machen. Die haben das gleiche hier auch, nur wesentlich kürzer. Oh, Herr Konsul, der Ball ist aber weit ins tiefe Raft neben die Bahn geflogen. Hoffentlich finden Sie den heute überhaupt noch mal wieder. Kollege, ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Hier liegt er doch neben Ihnen, was wollen Sie sagen? Ne? Aber... aber man kommt an den jungen Zuschauern nicht vorbei. Ne? Die drohen ja jetzt bereits damit, unsere Renten nicht mehr finanzieren zu wollen. Und die 40- bis 50-Jährigen gesellen sich dazu, nur weil sie schaffen, morgens einmal 15 Minuten ohne Harndrang durch den Stadtgarten zu rennen.
Gesellen, die sich zu diesen Politknallköpfen, diesen Hasardeuren, diesen schwafelnden Visionisten, diesen großbäuligen Snobs. Wo bist du gerade? In L.A.? Och, ich bin in London. Wo treffen wir uns morgen? In Pretoria? Okay, ciao, bis morgen in Pretoria. Diese Brückentagserfinder, diese Abfindungskünstler, diese Nasenrücken und Tränensack korrigierten, fett abgesauchten, Augenbrauen implantierten, juvenilen Börsenfreaks. Ne, wie denn? Mit den Victory-Fingern in der Nase und den Schweißfüßen in den Lackschüchen, den Kokzäpfchen im Hintern und die neue Jugendlichkeit unter der strohgefüllten Schädelkalotte. Mensch, unsere Öffentlichkeit wird doch mittlerweile beherrscht von einer kreischenden, zugeschminkten, dauernd nur noch Blödheiten produzierenden Postpubertätskaste, die ihre thrombosegefährdeten Beine trotz fortschreitenden Alters bei gleichbleibender zerebraler Beschränktheit den ganzen Tag unter unseren Tisch stellen, Viva gucken und behaupten, sie hätten keine Lust, unsere Renten zu finanzieren. Und wer Viva guckt, ist noch gut bedient. Das eigentliche unsägliche mentale und visuelle Elend spielt sich tagsüber bei MTV ab. Und die behaupten, sie hätten keine Lust, unsere Renten zu finanzieren. Sie können es nicht, diese aufgeblasenen, durch dezerebrierte Diskotürsteher, teilerzogenen Monster. Sie können das nicht. Ich dachte immer, so ein Türsteher an der Reeperbahn, der die Leute so in die Striptease-Bars zerrt, das wäre so die perfide Krönung eines Berufsstandes. Weit gefehlt. Was unseren Kindern vor den Diskos so an psychologisch ausgebildeten Menschenkennern geboten wird, das hat mich umgestimmt. Ich wollte meine Tochter aus dem bekannten Ruhrgebietsdisco abholen und da standen dann drei Diskotürsteher und haben mir in zwei Wortsätzen über 80 Dezibel klargemacht, dass ich ein alter Sack wäre. Zu fett, zu wenig Haare, zu doof und auch sonst scheiße aussehe. Einer meinte sogar, ich hätte Ähnlichkeit mit seinem früheren Chef, Lumumba. Und mit dem jetzt auch ein jähes Ende genommen. Der muss mich für Roberto Blanco gehalten haben. Und wie es überhaupt dazu käme, dass ich zu einer Tochter käme, das wäre weder im Kosovo noch in Anatolien noch im Kongo überhaupt technisch möglich gewesen. Wenn meine Tochter auch nur halbwegs so scheiße aussehe wie ich, dann würden sie danach drei Tage den Disco schließen und desinfizieren. Also, da lobe ich mir so eine Promi-Disco in München. Da steht eine Kreuzung aus Pitbull und Dobermann, aber als Mensch vor der Tür. Und sagt zu jedem dritten, vierten, fünften, sechsten, man weiß gar nicht nach welchen Kriterien, du hier nicht. Wieso ich nicht? Ich bin cool, lass mich rein. Du hier nicht. Wieso nur ich nicht? Ich bin mega cool, lass mich sofort rein. Du hier nicht. Wieso nur ich nicht? Du zerstörst mein Leben. Ich bin mega, mega cool, lass mich sofort rein. Du hier nicht. Arschloch, komme ich nächste Woche wieder. Geht auch nächste Woche wieder hin, hat nicht mal den Stolz, da endgültig wegzubleiben. Wird möglicherweise nach den gleichen äußeren Kriterien, weil anders kann es ja nicht sein, wieder aussortiert. Akzeptiert das somit. Ist ja auch kein Wunder. Unser damaliger Kanzler, der ist ja nicht nur durch chronische Ehekrisen, Hunde und Körpergröße außer Arbeit gebracht worden. Der hat ja auch 10 Jahre unter der Fehlannahme gelitten, dass sich irgendeine Sau für seine Haarfarbe interessieren könnte. Also, kann sich... Kann sich einer meiner Generation vorstellen, dass wir uns je über die Haarfarbe von Willy Brandt, Herbert Wehner oder Ludwig Erhard Gedanken gemacht haben? Es war sogar ehrenrührig in der politischen Landschaft, sich über das Äußere zu identifizieren. Und das war auch gut so. Da musste nämlich der Sonntagsanzug des Kreisparteivorsitzenden noch nicht durch Leute wie Hunzinger finanziert werden. Gut, das war auch zu einer Zeit, wo der prominenteste Bewohner einer deutschen Hauptstadt nicht gerade der Friseur von um die Ecke war, das muss man dazu sagen. Ne? So Stars, sie werden heute produziert durch MTV-gesteuerte Ton-, Tanz- und Mastfabriken, diese Bollywooden, Verona, Britney, Jennifer, Madonna-Imitate. Man muss ihnen sagen, Mars heißt jetzt Twix. Und Twix ist Reider und E.ON ist Firma und Karl Molk ist kein Bundeskanzler und das neue Sofa von Ikea heißt nicht Adorno und Taliban findest du nicht auf der Landkarte, das muss man ihnen sagen. Ne? Die Die Endemol-Caster, die tummeln sich doch mittlerweile auf Kindergeburtstagen. Du bist doch ein Star, wenn du in der Nachmittagsserie die Betonung einmal richtig triffst. Dann darfst du abends bei Maischberger auf dem Sofa auch schon mal was Schlaues sagen. Ach, ich hatte gestern ein geiles Event. Ich war mit unheimlich geilen Leuten auf so einer geilen Insel in diesem geilen Atlantik. Ich weiß gar nicht, wohin der Fluss fließt. Und da haben wir ein geiles Zimmer eingerichtet. Das war sowas von geil, geil, geil. Geil, das Wörtchen habe ich früher meiner Geliebten mit hochrotem Kopf unter der Bettdecke ins Öhrchen geflüstert. Und sie hat daraufhin zurückgesäuselt. Du kleiner Zauberer, du kleines Ferkelchen, das war geil. Das war geil. Bin ich.
Wenn ich früher samstags morgens nicht wusste, was ich machen sollte, habe ich mir mal einen grünen Parker und ein blankes Plakat auf die Straßenmaschinen gesetzt, habe überlegt, gegen was ich noch zu demonstrieren hätte, und es gab immer was zu demonstrieren. Liebe Kinder, ihr seid ja sogar zum Demonstrieren zu doof. Und dann endlich denkst du, oh, ein Dutschke kehrt zurück, was will er? Er will A16 im Bezirksparlament von Berlin haben. Ja Gott, ihr seid ja sogar zum Erben zu doof. Für euch ist ja die RTL-Sonntagsfrage, wer renoviert ein Zimmer, ein Hausierer oder ein Tapezierer? Schon fast eine Examensarbeit. Welcher? Welcher goldene Monat im goldenen Januar beim goldenen RTL ist vergoldet? Januar oder März? Was bekommt man vom Gericht? Eine Ladung oder eine Füllung? Liebe Kinder, sowas hat man sich früher nicht mal in der Werbung getraut. Und ihr wollt, dass wir darauf warten, dass ihr euch herablasst, unsere Renten zu finanzieren? Wir sollen unsere Pflegebedürftigkeit ruhigen Gewissens in eure Hände legen? Seitdem ich weiß, wie es um euch bestellt ist, weiß ich auch, dass Alzheimer keine Krankheit ist. Das ist eine ganz natürliche Schutzfunktion. Das ist für eure präsenile Arroganz ist doch versackt in den bis an den Knien hängenden Riesenhosen mit den offenen Turnschuhen und arschfrei. Arschfrei ist keine Mode, die euch dazu bedauernswerten Karikaturen mutieren lässt. Arschfrei ist eine Geisteshaltung. Arschfrei ist Ausdruck des Willens, Größen nicht mehr zu akzeptieren. Ihr habt es nicht passend gekriegt. Das sind psychopathologische Übertragungsreaktionen aus Pampers-Zeiten. Pampers, die ihr zu lange getragen habt. Das sind frühkindliche Relikte aus der Analphase, euer schlurfender Gang, eure hängenden Schultern, eure wollenden Kopfkappen, eure Bildungsarmut, eure Politikverdrossenheit, eure Interessenlosigkeit ist nichts anderes als das schamlose Ausnutzen einer Infrastruktur, die wir geschaffen haben. Und ihr wollt unsere Renten nicht finanzieren. Ihr könnt es nicht, wie ihr nichts könnt, außer rangucken, Spaß verstehen und Superstars wählen. Eure Handys furzen, grunzen, kotzen, brodeln. Für drei Euro so ein Klingelton. Ihr seid ja selbst zum Selbstfurzen zu blöd. Und dann solche Schlechtgestellten. Und dann diese schräg gestellten Köpfe, um die SMS besser lesen zu können. So eine Köpfe hat es früher nicht mal im Priesterseminar gegeben. Und dann dieser unendlich leere Blick beim Telefonieren. Und ihr telefoniert dauernd. Dieser unendlich leere. Wenn ihr mal die Chance hättet, für Milka Reklame zu machen, würde man sehen, wie intelligent so eine Kuh gucken kann. Liebe Rentenfinanzierer, viele, die auf den Brettern der Welt bestehen, die die Welt bedeuten, sind leider auf dem Holzweg. Mit Raab und Pocher, die als Kind nicht spielen dürfen. Lasst euch doch nicht verarschen. Das Licht ist nicht schneller als der Schall, weil die Augen weiter vorne sind als die Ohren. Liebe junge Rentenfinanzierer. Liebe junge Rentenfinanzierer, wenn eure Hilflosigkeit schon Charme hat, dann ist eure mit Red Bull und McDonalds Doppelmopper Unterstütze Blödheit die Basis für jedes Universitätsgartenfest. Ich werde das nicht mehr mitmachen. Ich mache das nicht mehr mit. Beim Sozialamt gibt es jetzt Spätaufsteher-Sprechstunden. Ich mache das nicht mehr mit. Mein Auto, was ich mir früher mal vom Munde abgespart habe, was ja auch Arbeitsplätze geschaffen hat, wofür ich heute von irgendwelchen neolinken Kastenhängen Schlaubeigern verprügelt werde, wird allsamstäglich aus den unsinnigsten Halteverboten meiner Heimatstadt geschleppt. Ich werde bald gezwungen sein, in Parkhäusern zu parken. Ich bin parkhausfeindlich. Da, wo das Abstellen eines Autos so viel kostet wie eine Staroperation in Bangladesch, will ich mein Auto nicht abstellen. Und bald werden Parkhäuser noch mit Teppichböden ausgelegt. Das schafft Arbeitsplätze und ist deswegen vernünftig. Der Rasen auf Schalke wird mit der Nagelschere geschnitten. Das schafft Arbeitsplätze und ist deswegen vernünftig. Wusstest du eigentlich, dass 1,8 Millionen Menschen in Deutschland tagtäglich damit beschäftigt sind, Chromstangen und Leitplanken herzustellen? Herrgott, wenn schon einer wie besenkte Sau besoffen die Spur nicht halten kann, dann muss er eben mal im Graben. Deshalb kann ich nicht halb Europa mit Leitplanken zuziehen. 397 PS beim ganz normalen Mittelklassewagen. Ja Gott, da nimmt die Chromstange schon mal ein bisschen was mit vom Schilderwald. Ist doch auch gut so, vor lauter Schilderlesen kommst du eh nicht mehr zum Autofahren.
hat man ja einen Großversuch gemacht auf der A2, der Ostwestfalen, nimmst ja sehr ernst mit der Verkehrssicherheit, hat man einen Großversuch gemacht auf der A2 zwischen Gütersloh und Bielefeld, hat man 500 Meter kein einziges Schild aufgestellt. Können Sie sich das vorstellen? Auf einer deutschen Autobahn 500 Meter kein einziges Schild. Der Ostwestfalen, die anderen auch, sind da reingebrettert in die 500 Meter. Nach 150 Meter sind die in die Bremsen gestiegen, sind ausgestiegen, haben gesagt, wo bin ich hier? Ist das ein Kinderspielplatz? Was mache ich, wenn es regnet? Was mache ich, wenn Steinchen an der Seite fliegen? Was mache ich, wenn ein Wohnwagen vor mir her schlockert? Ja, das ist eine Freiheit, mit der wir gar nichts mehr anfangen können. Wenn ich 10 Minuten auf der A31 130 fahre, bremse ich reflektorisch auf 80 runter, weil ich denke, ich habe letzte Geschwindigkeitsbegrenzung übersehen. Komme ich jetzt darauf überhaupt? Ach so, liebe junge Rentenfinanzierer, also unsere Ideen waren, Olli, alle vom hegischen Idealismus abgeleitet. Vieles war auch von Karl Dall, Gebrüder Blattschuss, Vater Abraham, Rudi Gundorf, Hänschen Rosenthal, das war der Intelligenteste von uns allen, Hänschen Rosenthal. Der sprang unter die Decke und rief, das war spitze! Und blieb auch gleich da hängen. Jo. Und immer wenn er oben war, hat ganz Deutschland, und da haben wir wirklich ganz Deutschland, 20 Millionen Einschlag wurde, hat ganz Deutschland im Chor Dalli, Dalli gerufen. Aber nur wenn er oben war. Dalli, Dalli. Hör mal, da ging jede Körperzelle über. Das passiert mir heute noch so. Wenn irgendwas oben ist, ich rufe Dalli, Dalli. Ich kann gar nicht anders. Dalli, Dalli. Lou van Burg gab sie den goldenen Schuss, machte anschließend Kaffeefahrten. Ja, viele nahmen das ganz ernst mit dem tiefen Fall nach der hohen Höhe. Christian Anders, Hildegard Knef, die konnte ja selbst von ihren Krebsen nicht besiegt werden. Ihre Biografie ist ein onkologisches Fachbuch geworden, liegt jeder Universitätsklinik aus. Und dann kam der Briefträger, Herr Spabi, und überbrachte im Kuhlenkampf einen Briefumschlag. Und ganz Deutschland stockte der Atem. Hurra, das Schweindall von Robert war voll. Ja, Robert war auch voll, Hänschen war voll, Guido war voll, Annette war voll. Alle waren voll, das war nüchtern gar nicht zu ertragen. Ich bin auch voll, voll des Zweifels, ob das, was ich über die Jugend gesagt habe, überhaupt stimmt. Ob das nicht vielleicht doch nur das Fernsehprodukt von irgendwelchen durchgeknallten, reizüberfluteten Spaßmusik- und Popredakteuren ist, die es aufgrund des jahrelangen Viva-Zipper-Bildchen-Guckens nicht mehr schaffen, ihre Neuronengeschwader vom Hirn zum Schließmuskel zu steuern und nur noch Scheiße produzieren. Womit wir übrigens wieder in der Proktologie sind. Und da schließt sich wie immer der Kreis. Guten Abend. Hör mal. Werner, das muss man machen. Belastungs-EKG, hör mal, das muss man machen. Was zahlt's bei euch in der Muckibude? 15 Euro im Monat? Hier 10 Euro pro Quartal. Ich bin morgen wieder da, das sage ich dir wohl. Oh. Ob ich noch rauche, fragt die Perle mich. Ich sag Perle, ich rauche schon seit den Erwin Kutscher seinen Zusammenbruch hatte. Kennst du gar nicht Erwin Kutscher? Ach, das war eine arme Sau. Hör mal, der hat doch 80 Reval am Tag geraucht. Das heißt, tags kam der gar nicht auf den Schnitt. Der musste nachts 4-5 Mal aufstehen, damit er überhaupt... Ja, hier, das war eine arme Sau. Der durfte im Schlafzimmer nicht rauchen. Die Helga hat gesagt, im Schlafzimmer wird nicht geraucht. Die Gardinen rauchen mit. Ich will keine abhängigen Gardinen im Schlafzimmer haben. Ja, musste der jede Nacht runter, weiß ich, im Wohnzimmer. Und eine Zarette muss wohl schlecht gewesen sein. Zack, rutscht er von seiner neuen Ledergarnitur, weißt du, rutscht er runter, liegt auf Erde, Schaum vom Mund, zappelt noch ein bisschen. Gott sei Dank ist ihm der Fernsehdrücker aus der Hand gefallen, hat die Helga da oben gehört. Der denkt, ist er doch besoffen gewesen oder was? Aber danach war Ruhe, ist ja gar nicht gucken gegangen, weißt du. Ja, nach 5 Minuten fängt der Kater Max an miauen. Der war ja hochgradig nikotinsüchtig. Der Kater Max, ja, du dachtest, das wäre ein liebliches Tier, weil er dich sofort auf die Schulter sprang, ne? Von wegen lieblich. Der wollte nur im Rauchabzug schon mal sitzen. Ja. Als sie ihn gekauft haben, war der schwarz-weiß, hinterher war der schwarz-gelb. Ja. Kerl, sagt die Helga, was ist denn da unten los? Jetzt fängt der Kater Max auch noch an miauen. Jetzt musst du doch mal gucken gehen. Geht die Treppe runter, sieht die ihren Erwin da liegen. Sagt die Erwin, was machst du auf der kalte Erde? Komm sofort im Bett, Erwin. Wolltest du noch was holen, Erwin? Erschreck mich nicht. Komm sofort im Bett. Erwin nur am Zappeln, weißt du, bis sie merkte, was mit denen los war. Ne? Die zack 112 von der AOK angerufen. Ab in eine Knappschaft, ne? Intensivstation. Ich am nächsten Tag hin, du. Sitzt mein Erwin da im frisch gemachten Intensivbett, weißt du? Über sich so ein Sauerstoffzelt, da war so eine kleine Ritze drin, Männer. Der sieht mich, macht die Ritze auf und sagt, jupp, hast mal eine Rehwahl für mich. Ja, ich sag, das musst du mal machen im Sauerstoffzelt. Ich sag, da kneifst du den Arsch aber das letzte Mal zusammen. Da fliegt die aber die ganze Knappschaft gleich mit um die Ohren. Ne?
Ja, so manche Leute, die haben den Schuss einfach noch nicht gehört, du. Man glaubt, und der wirklich drunter gelitten hat, das war der Kater Max. Ja, ist doch klar, die Helga raucht nicht. Erwin liegt im Krankenhaus. Was soll so ein Kater machen? Er kann nicht sagen, Helga, mach mal eine Rehwahl an. Ne? Ja, der läuft also 3 Tage nur hinter seinen Schwanz her, weil er das Einzige, was nach Zigarette aussah, weißt du? Ja. Und so gerochen hat auch, ne? Okay, denkt die Helga, was ist denn mit dem Kater los? Der läuft ja nur hinter seinen Schwanz her. Ja, ist sie mit dem Kater nach die Frau Dr. Fiesinger. Das ist die Tierärztin bei uns in Bottrop, weißt du? Ich habe gestörtes Verhältnis bis hin zu Tierärzte. Ich kannte 2, die studierten das gerade, ne? Die konnten alle Vogelstimmen nachmachen. Da ist so ein krankes Pferd auch nicht mitgeholfen, ne? Ja, sagt die Frau Dr. Fiesinger, der Kater hat eine Drehneurose. Hast du das Wort schon mal gehört, Drehneurose? Bist schon mal deinen Schwanz hinterhergelaufen? Drehneurose. Und gibt dem Tabletten, dass der nur noch geradeaus läuft. Ja, der kommt zu Hause aus dem Käfig raus, läuft geradeaus in die nächste Betonwand, Feierabend. Das ist der Einzige, der darunter gelitten hat. Und mein Erwin, der ist dann, nach 3 Tagen ist er in ein alimentäres Wachkoma. Das hat mit Alimente jetzt nur indirekt was zu tun. Der hat die Ernährungsumstellung nicht vertragen, weißt du? Kein Pommes mehr, kein Mayo, kein Hähnchen, nichts mehr, ne? Nur noch Tee und Wasser, ist überhaupt kein Alkohol drin, was machst du dann? Jo. Hat er so im Bett gesessen, so als würde er noch Rehwahl rauchen, weißt du? So einen wirren Blick gehabt irgendwie, weißt du? Boah. Okay, ich sag Ralf, ich schau, der ist aber nicht mein Erwin. Nee, sagt er, seiner auch nicht. Und nach 6 Wochen haben sie den in eine Reha-Klinik nach Ostbevern. Ja, du lachst. Ich meine, wenn du vom Leben schon gezeichnet bist, dann kannst du in Ostbevern den Rest holen. Da ist wirklich außer Münsterland überhaupt nichts, aber davon eine ganze Masse, weißt du? Strengste Nichtraucherklinik. Patienten wurden überwacht mit Kameras, die sahen aus wie Filterzigaretten. Da hast du schon aus Trotz geraucht. Ich sage immer, wenn du als Schwerverbrecher im Gefängnis kommst, dann kann es sein, dass du aufgrund von der Zeit, die du da drin bist, einen wohlbescholtenen Bürger wirst. Kann aber umgekehrt sein, wenn du ungerechterweise als wohlbescholtenen Bürger im Gefängnis kommst, kann es sein, dass du aufgrund von dem Sozialismus ein Schwerverbrecher wirst. Ob du als Raucher nach Ostbevern kommst oder als Nichtraucher, ist völlig egal. Du kommst immer als Raucher wieder raus. Hör mal, die hatten für 1000 Patienten nur einen Raucherraum im Keller. 3x2 Meter, weißt du? In der Mitte stand so eine Bank aus der Turnhalle. Da saßen immer 8 Mann drauf. Also man vermutet 8, sehen konntest du da nicht, ne? Der Luftanteil in dem Raum war sehr gering. Das wäre genau was für den Kater Max gewesen. Und wenn du fertig warst mit Zichte, bist du raus aus dem Raum, bist an der Küche vorbei, an der Bäderzentrale vorbei, an der Tiefgarage vorbei, Treppe hoch, über den Rasen, Treppe wieder runter, Tiefgarage, Bäderzentrale, Küche, hast dich hinten wieder angestellt, warst genau nach 1 Stunde 38 Minuten wieder dran. Es sei denn, es war nachts einer gestorben, dann warst du 1 Stunde 36 schon wieder dran. Weißt, worauf die sich den ganzen Tag gefreut haben da, ne? Nur einer, der durfte direkt an der Tür sitzen, der hatte schon beide Raucherbeine ab, der saß im Rollstuhl und immer wenn die Tür aufging, hat er 4-5 Mal kräftig inhaliert und dann ist er wieder Paralympics auf dem Gelände gefahren. Ne? Nur eine Kneipe in Ostbevern, die heißt auch noch Reha-Filter. Jo. Der Wirt sagt, er lebt nicht von Speise und Getränke, sondern er wäre nach der polnischen Grenze der größte Zigarettenumschlagplatz in ganz Europa. Ja, ich sag ja, so manche Leute, da zieht sich die Zarette, du, wie einen gelben Faden durch die ganze... Kannst du dich an den alten Vater Kutscher noch erinnern, Werner? Den alten Erwin? Du kennst, der ist schon lange tot, ja, von wegen, der ist lange tot. Der letzte Woche, pass auf, kann ich dir kurz erzählen. Der hatte als jungen Mann, hat der schon ein schweres vegetarisches Nervenkostüm gehabt, ne? Und der ist dann hinterher trotzdem Dachdecker geworden. Hat aber im Alter Höhenangst gekriegt. Das ist für einen Dachdecker scheiße. Er konnte das aber sehr erfolgreich über Jahre mit Bommerlunder bekämpfen. Bis die Knappschaft dann gesagt hat, was machen wir mit denen? Lassen wir den besoffen vom Dach fallen oder aufgrund von Höhenangst? Die haben den dann in Frührente genommen. Er hat aber Bommerlunder weiter getrunken, obwohl er gar nicht mehr auf dem Dach brauchte. Ne?
Die erste Frau in einer 30 Jahre Ehe ist abgehauen, die zweite schon nach 3 Wochen abgehauen. Weißt du? Und die Hermine Kutscher, die jüngere Schwester, die kennst du ja auch noch, die hat aufgrund von dieser schweren familiären psychiatrischen Situation, hat die Zuckenkrankheit entwickelt. Zucken, nicht Zucker. Zucken. Die hat gezuckt mit dem linken Gesichtshälfte und linken Arm, aber unkoordiniert, konnte sie nicht darauf einstellen, weißt du. Hast sie besser direkt nach rechts gestellt, war relativ sicher, weißt du. Ne? Und die war natürlich Single, ist doch klar, die Männer wussten doch gar nicht, was da mit der Zuckerei da auf sich hatte, ne. Obwohl, die war von der Statik her, du, war die formatiert, du, ich sag, bah. Ich habe als Junge schon gesagt, du, wenn du bei dir da Zucken wegkriegst, du, dann hast du aber einen heißen Feger zu Hause, du. Und ich habe nicht allein so gesagt, der Neurologe, Psychiater und Nervenarzt von der Horster Straße, wo wir alle dachten, der hätte ein Rad ab, der hat genauso gedacht. Der hat die in Dauertherapie genommen, hat das Zucken weggekriegt, hat sie direkt geheiratet. Die steht heute noch an seiner Anmeldung, er arbeitet gar nicht mehr. Dann gehen jeden Morgen gehen da 50 Männer mit der Chipkarte in die Praxis rein, schieben in den Automaten, gucken auf das statische Wunder und gehen fröhlich flötend arbeiten. Vom wegen, der hat ein Rad ab, der hat die Zeichen der Zeit erkannt. Also, weshalb ich das erzähle, den alten Erwin Kutscher, nämlich letzte Woche, du meinst, das ist der Vater von dem, der alte Erwin Kutscher letzte Woche, der in seinem Bommerlunderrausch morgens schiebt seine Brötchen im Gasofen und denkt, ach, mach so ein Nickerchen auf dem Küchentisch. Pennt ein, ist klar. Ganze Röttgers Bank riecht nach Gas. Alle rasen aus ihrer Wohnung raus. Hilfe! Bei Kutschers riecht's nach Gas! Hilf! Ein ganz schlauer ruft sofort, es darf keiner schellen. Schellen macht Funkenschlag. Hilfe! Bei Kutschers riecht's nach Gas. Haben sie Polizei angerufen. Polizei kommt und sagt, ja, wir schellen auch nicht. Aber die haben dann wenigstens... Aber die haben dann wenigstens das ganze Haus, das haben sie dann ejakuliert und haben dann aber Feuerwehr angerufen. Feuerwehr sagt, ja, wir schellen auch nicht, aber wir haben immer einen Doofen bei, der geht mit der Brechstange auf die Tür los. Die den Doofen Bescheid gesagt, der rast mit der Brechstange auf die Tür los, denkt aber einen Meter vor die Tür, ach, guckst doch mal eben, was die Kollegen so machen. Dreht sich um, war überhaupt kein Kollege mehr da. Nö, sagte, dann mach ich auch nicht, packt seine Brechstange ein, fährt nach Hause. Ne? Ja. Bis dann einer auf die Idee kam, bei die Hermine bei den Neuropathern anzurufen. Die direkt in ihren Z4, zack, rast in der Röttgers Bank, rast die Treppe hoch, schließt die Tür auf, sieht den Vater auf dem Küchentisch liegen, der schnaufte noch und so, war alles in Ordnung. Ne? Die geht richtigerweise direkt am Küchenfenster, will das aufmachen, merkt aber in diesem Moment, ach du Scheiße, das Zucken geht wieder los. Statt jetzt erstmal das Fenster aufzumachen, macht sich vor lauter Stress eine Stäufesand an. Bumm. Ja. Verbrennung 2. Grades. Bei dem Vater... Nicht, wer hatte sowieso keine Haare mehr, ne? Ach du, durch die ganze Familie Kutscher zieht sich die Zarette wie... Elli, das ist der Fiesinger, der da vorne sitzt. Der Fiesinger. Der Mann von der Frau Dr. Fiesinger, von der ich gerade erzählt habe, von der Tierärztin, der ist das. Ja. Der ist Autist. Wirst du nichts von gewahr. Sitzt du wochenlang mit ihm im Wartezimmer, teilt sie nicht mit. Autisten sind das. Der soll farbenblind sein. Weiß ich auch nicht von ihnen, weiß ich von Nachbarn. Von ihnen erfährst du nichts. Obwohl, wenn du manchmal siehst, mit was für eine Jacke der durch die Stadt läuft, dann denkst du auch, also, da muss auch ein Papagei-Pater gestanden haben. Ne? Kannst du dich noch an den Dackel von Schwalzix erinnern, Werner? Der hat doch so schwer Wassersucht, da hing nur der Bauch auf der Erde, weißt du das noch? Ja, da warst du doch noch gekommen und hast den Rollschuh von deinem Sohn Sven da drunter getan. Damit der Dackel nicht so scheuert auf dem Bauch, genau. Wäre ja auch gut gegangen, wenn der Dackel mit den Füßen noch an der Erde gekommen wäre, ist aber nicht mehr. Und dann war ich gekommen und am Aufnehmer drunter getan und wie schwalzig sind, die direkt Priel und Wasser drauf, musste der Dackel 5-mal am Tag Küche putzen, weißt du? Hat er nach 3 Tagen keinen Bock mehr drauf gehabt, hat sie in die Ecke gelegt. Dann ist die alte Schwalzig mit den Dackeln nach die Frau Dr. Fiesinger. Und die hat den dann behandelt mit Tabletten auf Fingerhutbasis. Und du glaubst es nicht. Den Dackel, nach 3 Tagen ist er über Hölzken und Stöcksken, über Wiesen und Felder, über Sträucher und Zäune. Der war faktisch gesund. Die Fiesinger sauer.
Denk, was ist das denn für eine Scheißtablette? Nach 3 Tagen ist das Vieh schon gesund. Kannst du überhaupt nichts dran verdienen. Muss man eine Gebrauchsanweisung nachgucken, was das ist. Guck nach. Steht da drin, wenn du genug von den Tabletten nimmst, kann es zu Farben sehen kommen. Och, denkt die, mein Alten hat noch nie Farben gesehen. Tust dir mal 100 Novodigali im Müsli. Der hat Farben gesehen, das sag ich dir. 6 Wochen auf Intensivstation. Alle Farben dieser Welt hat er gesehen. Die haben die angezeigt wegen Mordversuch an ihren Ehemann. Aber sie konnte glaubhaft versichern, dass sie keine Ahnung gehabt hat. Der muss jetzt noch, seit Wochen muss er jede Woche hier zum EKG gehen. So krank ist er gewesen. Ne? Aber sonst weiß man nichts über den. Wirst du nichts von gewahr. Gibt so Leute, sitze wochenlang mit dem Wartezimmer, erfährst du nichts drüber. Autisten nennt das. Der ist ja Chef bei uns in der Mehrwertsteuerabteilung im Finanzamt. Ja, der hat als einziger Südseitezimmer, Einzelzimmer. Der fährt ein A4. Hat A12, alles mit Arbeit. Aber sonst weiß man nichts über den. Wirst du nichts von gewahr. Ja, gibt so Leute, teilen sie nicht mit, weißt du? Autisten sind das. Der ist ja gebürtig aus Delmenhorst. Der Vater war Schreiner in Delmenhorst. Und er hat dann in Bremen, Bremen ist ein Vorort von Delmenhorst, da hat der Finanzwirt studiert und da hat er seine Perle, die war Praktikantin in der Tierarztpraxis, die hat er da kennengelernt. Als die beiden fertig waren mit Studium, ist er nach Bottrop versetzt worden und sie hat eine Tierarztpraxis bei uns aufgemacht. So war das. Aber sonst weiß man nichts über den. Wirst du nichts von gewahr. Ja, gibt's so Leute. Sitze wochenlang mit dem Wartezimmer, erfährst du nichts drüber. Autisten sind das. Der ist ja direkt, als er nach Bottrop kam, ist er in der Marathonabteilung von Adler 07. Der läuft den Marathon in 3:04:27. Ja, für einen 36-Jährigen. Warte mal, September, 36,5. Der läuft jeden Morgen, läuft er am Torbogen, im Stadtgarten, über die Autobahn, bis nach Grafenwald, am Marienhospital wieder zurück, durch den Torbogen, zu dem Bäcker-Bisping, nicht dem Metzger-Bisping, vertut euch jetzt nicht wieder, zu dem Bäcker-Bisping. Da holt er jeden Morgen, holt er 6 Brötchen, also 3 normale, 2 mit Körner und 1 süßes Brötchen. Jeden Morgen. Aber sonst weiß man nichts über den. Wirst du nichts von gewahr. Ja. Gibt so Leute, teilen sie nicht mit, weißt du? Autisten sind das. Der hat ja damals das Haus von Otto Schwalzig gekauft. Ja, sicher. Er selbst hatte 80.000. Ja, weiß ich auch nicht. Von Ihnen weiß ich von der Volksbank. Von Ihnen. Von ihnen wirst du nichts gewahr. Ja, gibt's so Leute, teilen sie nicht mit. Autisten sind das. Früher hat man ja immer gesagt, wir Westfalen hätten ein sprachliches Problem. Also das stimmt. Aber die Delmenhorster richtig. Die, wir haben keins in Bezug auf Menge. Wir haben schon mal in Bezug auf Verständigung ein sprachliches Problem als Westfalen. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, als gelernten Ostwestfale, ich würde im Rheinland, also sagen wir mal in Köln, würde ich nach dem Arzt gehen und würde sagen, heute komme ich mit meinem Bein. Dann würde der denken, ich käme sonst ohne. Ja, für uns Westfalen, für uns Westfalen, da ist so ein Bein zwar an einen dran, es gehört einen auch, aber es ist nicht ein selbst. Verstehst du nicht, oder was? Pass auf, wenn unsere Oma ruft, Jupp, mein Herz macht schlapp, dann sagst du als Westfale, Oma, sei froh, dass du nicht schlapp machst. So ein Herz ist zwar an einen dran, es gehört einen auch, aber es ist doch nicht ein selbst. Hast du da noch nicht drauf? Pass auf. Unser Opa, unter Tage am Malochen, kommt ihnen so ein Felsen entgegen. Auf linke Schulter, Trümmerbruch, Knappschaftskrankenhaus, Intensivstation. Ich am nächsten Tag hin, ich sag, Opa, um Gottes Willen, was ist passiert? Wie geht dich das denn so? Sagt der Jupp, ich hab ein Glück,
Stell dir mal vor, bin unter Tage am Malochen, kommt mich so ein Felsen entgegen. Ich konnte mich gerade noch rechtzeitig auf die Seite drehen. Ja, aber ich so, Opa, deine ganze... Was ist los mit dir? Ja, sagt er, nichts ist passiert. Ja, aber ich sage, deine ganze Schulter ist doch kaputt. Ja, sagt er, aber ich doch nicht. So eine Schulter. Ne? Die ist zwar an einen dran, sie gehört einen auch, aber sie ist doch nicht einen selbst. Ne? Ja, ist nicht so leicht mit dem Älterwerden. Ich habe die Inge dann auch gesagt, es werden ja nur die Älteren älter. Ich habe die Inge dann gesagt, ich sage, Inge, mit die Oma das Frühstück morgens jetzt im 15. Jahr, ich sage, da erwächst sich ein Problem. Das Gebiss aus der Tschechei, das knackt. Mich geht das Knacken auf den Sack. Ich kann das Knacken morgens nicht mehr hören. Da kennst du ja Inge, weißt du, immer harmoniebedürftig, das wäre nicht das Gebiss. Dann wäre das Brötchen, was knackt und sowas. Ne? Das heißt, kann das Brötchen knacken von Gebissklang unterscheiden. Ein völlig anderes Knacken. Das ist das Gebiss von der Oma, was knackt. Aber nicht das Gebiss von sich aus, sondern weil ihr Mund komisch bewegt. Das ist reine Provokation, das Knacken. Hat er früher nicht geknackt, das Gebiss. Geht mir auf den Sack, das Knacken. Auch wie die guckt morgens. So guckt man einfach morgens nicht. Ja, dann sollte ich nicht hingucken. Ja, ich sage, wenn ich nicht hingucke, sehe ich ja nicht, wie die guckt. Auch wie die das Brötchen hält. So hält man kein Brötchen. So hält die das Brötchen. Ich sage, entweder Arthrose oder Brötchen. Beides geht nicht. Reine Provokation ist das. Letzte Woche hat sie einen Vogel abgeschossen. Da kommt sie morgens Treppe runter, hat Knickerbocker an. Und Adidas-Turnschuhe mit Luftpolsterung. Ich sage, um Gottes Willen, kannst du dich altersentsprechend kleiden? Wie siehst du denn aus? Wolltest du den sauerländischen Gebirgsverein? Oder was wolltest du machen? Kannst du nicht normale alte Schlafanzug, Buchse mit Tigerpantoffeln? Sag, um Gottes Willen, wenn dich so einer sieht, hinterher ist die Pflegestufe weg. Ja. Ja, früher gab kein Gebiss. Konntest eben kein Brötchen essen, basta. Da gab auch keine Tabletten für Osteuropa-Porose und so einen Scheiß. Na, Schluss mit der Rumlauferei. Tabletten für Hirnverkalkung gab es eben nicht. War Schluss mit der Themenanschneiderei den ganzen Tag. Bis morgens aufgestanden, bisschen Milch geschlürft, ab im Sessel, Nickerchen, bisschen Fernsehen, Mittag Süppchen, ab im Sessel, Nickerchen, bisschen Fernsehen, nachmittags Käsekuchen ohne Ecken. Ab im Sessel. Ja, manche Sachen höre ich auch zum ersten Mal. Ab im Sessel, Nickerchen, ein bisschen Fernsehen, abends Grießbrei mit Zimt drauf. Ab im Sessel, Nickerchen, ein bisschen Fernsehen. Nachts im Bett. Bisschen Tee auf die Zunge. Langsam mit vor sich hin trocknen. Kein Gucken, kein Knacken, kein Knickerbocker, kein Quatschen. Ja, da hat der liebe Gott was falsch gemacht. Da macht er uns Knochenfraß und Hirnverkalkung. Aber die Stimmbänder, die lässt er in Ordnung. Da wäre er besser mal als erstes dran gegangen. Unsere Oma redet schon, wenn sie morgens Treppe runterkommt. So, Oma, schon dich, wir haben Radio und Fernsehen. Stehst unter Denkmalschutz. Ja, ist nicht so leicht, wie dann älter werden. Jetzt war ich in Köln auf Stunksitzung, hat mir einer erkannt, sagt, Jupp, was willst du denn hier? Ihr Westfalen, ihr könnt doch gar keinen Karneval feiern. Ich sag, was? Wir können keinen Karneval feiern? Ich sag, dass ich da mal nicht vertust. Natürlich können wir Karneval feiern. Wir können auch tanzen und lachen und uns auf den Schenkel hauen und schunkeln. Nur du siehst es nicht. Und deshalb kann ich kaum glauben, dass hier heute Abend nur Westfalen im Wartezimmer waren. Macht euch ein. Tschüss zusammen. Danke.
Werner. Vielen Dank. Das war Werner. Elli.